Schönstes Tor des Spiels? Boah, Buggy. Weil das so nie wieder passieren kann. Und herzlich willkommen, liebe Insider, zu der neuesten Folge Werder TV Inside nach dem Pokalerfolg gegen Wormatia Worms. Beste Laune natürlich, mega Lust auf Fußball, mega Lust auf Inside. Deswegen habt ihr reingeklickt. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, und damit habt ihr euch auch schon ein kleines Extra verdient, den Blick hinter die Kulissen. Und den gibt's wie gewohnt hier bei uns, das kleine Extra, den Blick hinter die Kulissen, auch vom Spiel gegen Wormatia Worms. Beispielsweise unsere Kabine, kommt mal mit. Fritz Munder, unser Zeugwart, hat schon bereits die ganze Kabine vorbereitet. Wie ihr seht, früh am Werk gewesen und die Trikots hängen bereits. Fritz sitzt hier bereits bei einem Trikot, das euch genauso freuen wird, dass es wieder in der Werder-Kabine hängt. Fritz, Claudio Pizarro, immer eine Freude für dich aufzuhängen, Mann. Genau, mein bester Freund in der ganzen Mannschaft. Absolut. Darum hat er ja auch die vier genommen, weil er viermal wieder mit mir zusammengekommen ist. Freut sich wie ein König. Jetzt wissen wir es. Ja, das ist die zweite Umkleide von uns. Und da findet sich Raum für Jiří Pavlenka und Luka Plogmann. Und für so ein paar Ligen, die dann für die Halbzeit nochmal eventuell wichtig werden. Beeindruckend auf jeden Fall das Maskottchen von Worms. Ein Drache. Aus der Nibelungen sage ich, hoffe, der beißt heute nicht zu, sondern wir haben Siegfried in unseren Reihen. Unsere Jungs sind auf dem Platz. Die Fans sind mittlerweile in der Kurve zahlreich. In der Kurve schön grün-weiß ist es geworden. Also ist alles vorbereitet für einen perfekten grün-weißen Saisonauftakt. Kurz zusammengefasst, also Top-Wetter, Top-Spiel, Top-Fans, Top-Ergebnis. Und das ist fast das Allerwichtigste. Das Nachrücken zuordnen war sehr aufmerksam, Gegenpressing war gut und da kommt man leicht in die Verführung, mal zu sagen, naja, dann mache ich den Meter mal nicht. Das hat keiner gemacht, sie waren komplett fokussiert und waren da. Top seriös, könnte man also auch sagen, zu diesem ersten Pflichtspiel-Auftakt und das sah dann genau so aus. Yeah, I think it was because we scored quite early, 2-3 goals, and then I think it's an yeah, it looked like an easy game. Die Kunst ist es eben schon immer, das Schwierige einfach aussehen zu lassen. Ja, ich habe einen Haken gemacht nach außen und dann mit links abgezogen, dass er dann so reingeht. Ich weiß nicht, ob das jeder so erwartet hat, aber ich freue mich natürlich. Sein Tor, ein richtiges Sahnetor. Und deswegen unsere Frage an euch, welches war denn euer Top-Tor des Wochenendes? Euer Tor der Woche. Hier oben in der Infobox gibt es eine kleine Abstimmung und ihr könnt das Tor der Woche von Werder wählen. Also mitmachen, lohnt sich. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde und ich darf dir das hier im Namen aller Stadionzuschauer überreichen. Man of the Match, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Man of the Match ist schwer zu sagen, weil heute viele Torschützen darunter waren, und aber das Tor des Tages war es auf jeden Fall und deswegen ja, Glückwunsch Kainz. Ich freue mich schon sehr über so Auszeichnungen, aber für uns war wichtig, dass wir das Spiel heute gewinnen. Das war von Kainz ein super Spiel, aber von ganz vielen anderen auch.
Die ganze Mannschaft hat überzeugt, das habt auch ihr so gesehen und damit sind wir dann auch schon in der Social-Ecke in der ersten der Saison. Wie aufregend. Da haben wir ein paar Sachen gesehen und zwar den Julian. Die neue Werder-Offensive macht richtig Laune auf die Bundesliga. Spielerisch so stark wie seit Jahren nicht mehr. Ja, kann man schwerlich was hinzufügen, ne? So souverän habe ich uns in der ersten Pokalrunde noch nie gesehen, glaube ich. Sehr sicher. Ich erinnere mich an Eintracht Norderstedt, das war, glaube ich, 2010. 9 zu 3 war es, glaube ich, am Ende. Das war souverän. Vielleicht sogar noch souveräner, wer weiß das schon. Dennis Doubleface HB hat geschrieben, hat jemand von den Auswärtsfahrern zufällig meine Stimme gesehen? Die müsste irgendwo im Stadion liegen. Vom vielen Jubeln wahrscheinlich verloren. Ja, es war tatsächlich viel Grund zum Jubeln dabei. Philipp Bargfrede ist offiziell Weltfußballer der Herzen. Das ist er doch schon lange, oder? Hand aufs Herz. Klaus Bellstedt schreibt außerdem noch bei Twitter, was war das bitte für ein geiler Auftritt. Ganz viel Spielfreude und Ballsicherheit, volle Konzentration bis zum Schluss und sehr gute neue. Mann, hab ich Bock auf die Saison. Ja, das sieht unser Cheftrainer genauso. Ja, klar. Wir freuen uns aufs Weserstadion, freuen uns jetzt morgen regenerieren, mit einem guten Gefühl in die Woche gehen, hart arbeiten. Das hier war kein Gradmesser für die Saison, das war eine Aufgabe, die wir erledigen mussten, die haben wir erledigt und jetzt geht's richtig los. Da kann ich mich nur anschließen, die Vorfreude, sie wächst jeden Tag und es gibt ja so viele Gründe, sich zu freuen und einer davon sieht so aus. Moin, da bin ich wieder. Claudio Pizarro, jetzt ist er wirklich, wirklich wieder da. Einwechslung in der 75. Minute gegen Wormatia Worms. So ein richtiger Gänsehautmoment. Wie war das nochmal? Ein Typ, der in ganz Deutschland frenetisch bejubelt wird und der spielt auch noch für unseren SV Werder Bremen. Deswegen ganz klar für uns diese Woche der Typ der Woche, Claudio Pizarro. Natürlich etwas Besonderes. Ich fühle mich ganz gut, wieder hier zu sein und wie du gesagt hast, die Raute da wieder auf dem Po zu haben, wird etwas Großes für mich und ich hoffe, kann ich natürlich die Mannschaft helfen und was Gutes erreichen dieses Jahr. Vom Typ der Woche gibt's den Tipp der Woche und der kommt auch von Claudio Pizarro. Findet ihr hier oben in der Infobox Butter bei die Fische mit Claudio. Ist schon eine Weile her, aber einige von euch haben es gefordert, ein neues Butter bei die Fische mit Claudio Pizarro aufnehmen. Euer Auftrag an uns, jetzt unser Auftrag an euch. Macht einfach mit, schreibt eure Fragen für Butter bei die Fische, die Neuauflage mit Claudio Pizarro in die Kommentare. Erst natürlich die alte Folge angucken, damit es keine Doppelungen gibt und dann ab damit in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Ein anderer Typ, auf den wir uns eine ganze Weile gefreut haben, ist endlich aus seiner Sommerpause zurück. Die nächste Folge Inside gibt es dann am Freitag. Ich hoffe, da klickt ihr wieder rein mit allen Infos zum Hannover-Spiel. Ansonsten möchte ich euch noch den Werder Wednesday ans Herz legen. Am Werder Wednesday gibt es ein besonderes Butter bei die Fische an diesem Mittwoch versprochen. Also auch da unbedingt dranbleiben. Und jetzt, ja, jetzt kommt er und gibt seinen Senf dazu. Uwe. Viel Spaß. Tschüss. Ja, moin Uwe, moin liebe Insider. Ja Uwe, ich habe gehört, du brauchst ein neues Trikot. Thomas ist ja jetzt weg und ja, ich habe jetzt hier eins von mir. Ich hoffe, damit gibst du dich auch zufrieden. Und ich würde jetzt noch eine Kleinigkeit draufschreiben und dann kannst du das haben. Ja, ich hoffe, das passt zu Uwe. Viel Spaß damit. Ne? So, was habe ich denn hier gekriegt? Zeig mal her. Eggestein. Ja, richtig geil. Na, endlich. Und der freut sich auf eine geile Saison. Nach dem Spiel freue ich mich noch mehr auf eine geile Saison. Das Ding wird jetzt angezogen und nie wieder ausgezogen. Hallo Leute, das Ding sieht super aus. Darauf freue ich mich jetzt und jetzt kann's losgehen. Bundesliga, kommt. Nach dem Start in Worms, war cool, oder? Ich fand, ja, super. Besser geht nicht.
kann kommen, die Saison. So, ich habe noch was für euch hier oben. Zimmerduell. 7 Minuten. So ein Spaß, Leute. Und wenn euch das Spiel in Worms gefallen hat und das Zimmerduell hat euch gefallen, hier unten das Abo. Alles klar? Bis dann.